Ja, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge vom Imker-Podcast mit Marco und Der entrüsteten Marie. Auflösung später. ja, hi ihr Lieben. Ja, ihr seid bestimmt total baff, ja. Nur ein paar Tage vergangen und dann kommt die nächste Folge. Fast wie früher. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben ein paar Nachgehackts aus der letzten Folge. Wir haben einige neue Sachen aus der Imkerschaft. Wir haben ein Thema Imkerei und Wissenschaft. Und natürlich noch was aus unseren Imkereien. Und Hauptthema Etikettengestaltung, was wir beim letzten Mal ja schon angesprochen haben. Und natürlich haben wir auch einen tollen Aufreger. Starten wir mal mit Nachgehakt aus der letzten Folge. Genau, also wir hatten ja berichtet, dass es eine neue Honigbeschreibung, eine neue Honigsorte vom DIP gibt, die man offiziell nutzen darf, und zwar Edelkastanie und Tanne. Und da haben wir ja erwähnt, dass die Tanne die Edelkastanie auch ein bisschen bekömmlicher, ein bisschen köstlicher macht. Und da haben wir folgenden Hinweis von einem Imker bekommen. Gleiches gilt für Raps und Schlehe. Die Schlehe soll wohl den Rapshonig deutlich köstlicher machen. Das fand ich ergänzenswert. Das fand ich eine wirklich interessante Info. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Ja. Ich kenne nur Schlehenbrand. Den Honig habe ich echt noch nie gehört. Schlehenbrand und Honig wäre, glaube ich, auch eine nette Sache. Die Schlehe ist die dornige Schwester der Pflaume. Der Pflaume. Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall Schlehen Likör gibt und Schlehen Konfitüre. Also mit Schlehen wird viel gemacht. Brand. Kommt auch, glaube ich, viel. Brand. Wir wollen nur Brand. Ja. Wir wollen kein Wir wollen nur Brand. Likör. Nee, Likör ist auch mal was Vom Likör Feines. wirst du nur besoffen. Vom Brand hast du wenigstens. Der brennt wenigstens. Ja, im optimalen Fall brennt es natürlich nicht. Aber ich glaube, die wachsen auch ziemlich so an Bahndämmen, Schlehen. Also so ähnlich wie so Robinien. Und Das vielleicht ist so mehr so ein aufgewachsen. Gehölz. Das ist nicht so ein richtiger Baum. Das ist mehr so ein Gestrüpp. Ich glaube, die Früchte sind klein. Aber wenn Ja. ich ehrlich bin, ich müsste nachgucken, wie es genau aussieht. Kleine blaue Pflaumchen quasi. Ja, dann haben wir gesprochen über die Liebefelder-Schätzmethode. Da waren wir uns ja nicht mehr so ganz sicher. Netterweise hatten uns Laura und Martin geantwortet, weil Pia Aumeier und Gerd Liebig das ja viel nutzen. Und zwar in der Betriebsweise nutzen sie es, so wie wir auch schon gesagt haben, im Herbst vor der Einwinterung eben zur Entscheidung, ob die Völker vereint werden müssen. Aber sie nutzen es auch während der Saison regelmäßig, wenn es um die Beantwortung von wissenschaftlichen Fragen und Auswertungen geht. Also danke an euch zwei, dass ihr darauf geantwortet habt. Und da ist vor allem der Herr Liebig federführend, weil er gerne Daten sammelt. Ja, aber was ja, ich sag mal, bei Beantwortung von wissenschaftlichen Fragen ja durchaus Sinn macht, ne? Ich weiß ja, ohne Wertung. Ja, nö. Warum meinst du auch, war ohne Wertung? Ja, dann Neues aus der Imkerschaft. Wir hatten ja beim letzten Mal den Rechtsstreit nochmal erwähnt um diese Belegstelle von der dunklen Biene. Da hatte ich nochmal den Artikel rausgesucht, den ich Marco ja auch schon mal geschickt hatte. Wir hatten es in der letzten Folge erwähnt. In dem Artikel steht, dass das Oberverwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz diese Entscheidung, ob ja oder nein, halt irgendwann im April fällt, dass der Schutzradio dient der gefährdeten dunklen Biene und der Biodiversität, so haben sie es ausgedrückt. Und es haben 8 Karnika-Imker geklagt. Worüber man sich bei der Staatsanwaltschaft wohl ein bisschen echauffiert hat, ist scheinbar, dass diese 8 Imker aber eben zu dem Verein gehören, der das so mit initiiert hat. Das haben die nicht so ganz verstanden. Und im Gegensatz zu dem, was du beim letzten Mal gesagt hast, dass das wohl eine gute Stelle für die Edelkastanie sei, wurde in dem Artikel davon berichtet, dass der Standort zur Honigproduktion nicht geeignet wäre, aufgrund des mangelnden Nahrungsangebots. Aber es kann natürlich sein, dass das auf die ganze Saison bezogen ist und eben nicht nur auf dieses Wandergebiet. Das stand im Artikel nicht drin. Ich habe euch den Artikel natürlich verlinkt. Ihr könnt also gerne selber nochmal nachschauen. Die heißt Belegstelle Stumpfwald. Genau. Östlich von Kaiserslautern. Südlich von Alzey. Um das ein bisschen räumlich einzuordnen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in der Sache. Die haben auch eine Webseite. Ich habe die Webseite gefunden. Die bieten für dieses Jahr 4 Termine zur Anlieferung an von Völkern. Vom 27.05. bis zum 8.07. Ja. Steht auf der, also hast du zufälligerweise auf dem Schirm, welche dunkle Biene das ist?
Nicht die belgische Braune, oder? Apis mellifera, mellifera. Naja, können wir nochmal nachgucken. Oder Millifera, Ah ja, genau. Hat uns einer, ja genau, einer hatte uns geantwortet und er spricht es auch dadant aus. Jetzt nächstes Thema, Millifera oder Millifera? Also ich sage hatten wir Millifera. doch schon mal. Wir hatten doch schon mal mit der Franzibi. Genau, stimmt. Ich habe mit der Franzi drüber gesprochen. Und sie hat, ich glaube, sie meinte, sie sagt auch Millifera. Ich hatte Millifera. das, glaube ich, nur bei Instagram hatte ich das nur mal thematisiert. Ja, Dr. Otten hat auch Millifera gesagt. Ja. Okay, Neues aus der Und Imkerschaft. der alte weiße Imker sagt Millifera. Da müsste ich eigentlich auch Millifera sagen. Ich bin halt nicht sicher. Das kommt ja aus dem Lateinischen, ne? Ich hatte kein Latein. Aber ich habe gerade ein Déjà-vu. Wir haben da wohl schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich habe den Gespruch mit, hatte kein Latein, habe ich schon mal gesagt. Ja. Ja, ich habe noch eine interessante Neuigkeit. Der ein oder andere von euch wird es schon gelesen haben. Es gibt Forscher, die wollen Computerchips aus Honig herstellen. Und zwar ist die Idee, einen umweltfreundlichen Chip für das Neuromorphic Computing. Und wer nicht weiß, was das ist, ich wusste das auch nicht, ich musste erst mal nachgucken. Neuromorphic Computing ist die extrem effiziente, selbstorganisierende und selbstlernende Natur des menschlichen Gehirns nachzubilden. Also es geht um KIs und US-amerikanische ForscherInnen arbeiten an diesem Thema gerade und der wichtigste Bestandteil ist eben Honig. Und der Clou ist, dass sie nicht nur biologisch abbaubar sind, sondern eben auch enorm leistungsfähig. Und bisher ist wohl dabei auch schon etwas entstanden, ein sogenannter Memristor aus Honig. Der funktionierende Prototyp ist so dünn wie ein menschliches Haar. Memristoren, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe keine Ahnung, sollen Daten, ähnlich wie das menschliche Gehirn, sowohl verarbeiten als auch speichern können. Ich habe euch einen Artikel natürlich verlinkt, wie immer. Spannend und irgendwie crazy. Und irgendwie so voll herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, ich weiß dann noch nicht genau, wo man das einsetzen könnte, aber wegen der Temperaturempfindlichkeit. Das Interessante, ja, Ich meine, welche Bestandteile zerfallen denn bei der, ja, Wirklich, ja, das ist eine gute Frage. Das stand so genau, stand es im Artikel nicht drin. Man könnte sicherlich mal nachgucken, wer sich intensiver damit beschäftigen möchte. Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, ich habe ja so ein Sieb als Gehirn. Haben wir da im letzten Podcast drüber gesprochen, über den Honig, der hergestellt werden soll? Oder hattest du mir das so gesagt? Nee, da haben wir, das Es hatte ich als verwischt sich leider Aufreger. alles so zwischen Ja. Private Talk und Podcast Talk. Da Private Talk. bin ich manchmal nicht so sicher, was wann wo gesprochen wurde. Nee, haben wir beim letzten Mal. Ich hatte das als Aufreger, diese Erklärung von denen, dass es so die Honigbiene so schützen würde. Deswegen hatte ich es als Aufreger mit drin. Aber gab es den eigentlich schon oder ist das nur bis jetzt ein Start-up, die das machen Das wollen? ist ein Startup und da steckt da schon sehr, sehr viel Geld drin. Also die sind in der Entwicklung, glaube ich, schon ziemlich weit. Ja, also ich hätte gern ein Glas. Ja, probieren würde ich es auf jeden Fall auch mal. Ja, vielleicht kannst du dann alle Geschmacksrichtungen auch nachempfinden und auch mit den Bestandteilen. Dann gibst du auch nicht mehr diesen Schmuh mit diesem Manuka-Honig. Weil dann hast du echten künstlich hergestellten Manuka-Honig. Ob das so funktioniert? Wie heißt das? MGO 500 oder was, ne? Keine Ahnung. Also ich glaube, je höher dieser Wert ist, umso teurer ist der. Ich glaube. Ach, jetzt sage ich schon wieder das. Ich glaube und ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich habe keine Ahnung gesagt. Unser kleiner Aufreger der Woche kommt ja noch. Und jedes Mal, wenn wir jetzt heute keine Ahnung oder weiß ich nicht, oder wir müssen mal nachgucken sagen, arbeiten wir quasi auf dieses Thema hin. Wir sind so fehlerbehaftet. Ja. Ausgebotener Inkompetenz. Trachtnet, es gab einen Infobrief vom Institut Main, den ich ja sehr gerne lese. Und es gab eine Info aus dem Trachtnet. Am 20. März war ein Mitteltrachtbeginn in Deutschland. Nur so zur Info für alle. Schon? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Ich denke, da reißen wir hier oben im Westen das ziemlich in den März hinein, ne? Ich Ja. hatte letztens noch mit einem gesprochen,
Hat es dann noch geschneit am 20. Letzte Woche. Mai? Da hat es geschneit. Genau, letzte Woche. Letzte Woche Samstag oder letzte Woche Freitag. Hm. Hat es dort geschneit. Also die waren mindestens 3 Wochen zurück. Also ich habe ja jetzt wegen Wart auch viel Kontakt zu Österreichern und die haben da gerade 8 Grad und Regen. Und ich habe eben ein bisschen im Garten gearbeitet und habe dann ein Foto geschickt mit im Hintergrund Bienen, stahlblauem Himmel. Und geschrieben, bei uns auch 8 Grad und Regen, nicht. Also es ist so wunderschön gerade. Wir haben einen schönsten Frühling. Ja, das wird halt wieder so sein, dass es im April schön ist und dann der Mai wird wieder verregnet sein, wie letztes Jahr auch. Abwarten. Also die nächsten 3 Wochen sind ja, bisher ist die Voraussage ja relativ stabil. Okay, Wetterorakel. Na, es ist ja nur eine Tendenz, ne? Aber es ist ja trotzdem interessant. Du hast ja hier schon Sonnenschein auf dem Arm stehen. Ja, genau so ist es. Den Sonnenschein in meinem Herzen. Okay, ihr Lieben, als nächstes gibt es, das habe ich auch aus dem Infobrief von Main, gibt es einen Aufruf zum genetischen Monitoring der Honigbiene. Fand ich total spannend. Der Aufruf stammt von Hohenneuendorf vom Institut und wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegeben. Und es geht darum, die genetische Vielfalt der deutschen Bienenpopulation und die Struktur der Bienenzucht in Deutschland zu untersuchen. Ziel ist zum Beispiel, die Größe der genetischen Vielfalt einzuschätzen, den Einfluss der Züchter auf die Landbiene und die Zufriedenheit und Erwartung der Imker und Züchter im Hinblick auf ihr Bienenmaterial. Genau, die Idee ist es eben damit zu ermöglichen, zukünftige Schutz- und Förderungsprogramme besser auszurichten. Es gibt an zwei Fronten wird angegriffen. Zum einen werden ausgewählte Ortsverbände vom DIP angeschrieben. Und mit Gefäßen und Unterlagen, da werden dann wahrscheinlich auch Proben genommen. Und die zweite Grundlage ist ein Fragebogen, bei dem ihr euch alle beteiligen könnt. Der Link ist natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich habe die Umfrage auch gestern Abend schon gemacht. Da ist halt, ja, wird halt abgefragt, wie zufrieden man ist, was man da womöglich hat und so weiter. Genau, also Link in den Shownotes, ihr Lieben, macht mit. Ich denke, das ist eine gute Sache. Vor allem, wenn dann rauskommt, wie divers die Bienenpopulation in Deutschland ist, dann, ne? Ja, ich sag mal, hier kreucht und fleucht ja einiges rum. Es ist vielleicht diverser, als wir denken. Das wird wahrscheinlich so sein. Ja. Genau. So, und dann hatten wir das Thema, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob du darauf überhaupt vorbereitet bist oder ob wir das verschieben müssen, diese Temperaturmessungen in Russland. Ja, das ist ja ein Thema aus dem Februar. Genau, ja. Wo wir nie zu gekommen sind. Hast du Ja, spontan was dazu? so allgemein. Ich kann so ein paar Parallelen ziehen zur Temperaturmessung, die wir hier durchführen an Bienenvölkern oder die ich auch selber durchführe an Bienenvölkern oder an einem Bienenvolk durchführe. Also es geht darum, dass in Russland es ja riesengroße Waldgebiete gibt. Das ist irgendwie, das Gebiet ist 200, 300 Kilometer östlich von Moskau ungefähr. Das ist ein riesengroßes Waldgebiet. Ich weiß nicht, ich glaube, so groß wie Hessen oder so ist dieses Waldgebiet, das auch geschützt ist. Und dort gibt es zahlreiche Wildbienenvölker. Und in diesen Wildbienenvölkern haben die halt Temperaturmessungen vorgenommen. Und bei diesen Temperaturmessungen ist herausgekommen, dass irgendwie doch das gesamte Loch im Baum beheizt wird und nicht nur die Bienenkugel. Was dann doch schon wieder interessant ist, ne? Ach, das ist ja spannend, in der Tat. Im Gegensatz, oder sagen wir so, es wird natürlich nicht zu den 34 Grad beheizt wie in der Mitte der Kugel oder in der Mitte des Bienenvolkes oder im Brutnest. Aber selbst im Außenbereich war der Temperaturunterschied nach draußen teilweise bis zu 30 Grad, weil dort wird es richtig kalt. Es sind deutliche Plustemperaturen auch im Außenbereich der Beute noch. Und Und das das kann man heißt, wahrscheinlich dann nicht mehr mit der Abwärme erklären, ne? Die von der Kugel ausgeht, vom Brutnest, vom Kern. ja. Was eigentlich, das ist aber eher, ich glaube, darum ging es gar nicht in dem Artikel. Es ging eher in dem Artikel darum, wie das dort technisch umgesetzt wurde, weil das ist ja mitten im Wald, es gibt da ja weder Strom noch Internet. Die haben mit Bleiakkus gearbeitet, um den kleinen Rechner dort zu betreiben, der die Temperaturmessung vornimmt. Der wurde dann immer wieder an- und ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Und man hat mit Solarpanels auch gearbeitet, die
Blei-Akkus aufladen. Und man hat mit LoRaWAN gearbeitet, um die Daten zu übertragen. Das hat eigentlich alles relativ gut funktioniert, sodass man dies natürlich auch für hier nutzen könnte, ne? Es gibt ja genug Außenstände, wo es keinen Strom gibt und wo vielleicht das Handynetz nicht so gut ist. Oder auch, man spart natürlich auch Geld, ne? Wenn man LoRaWAN nutzt. LoRaWAN ist ein freies Netz, wo man kostenlos seine Daten übertragen kann. Im Gegensatz zur SIM-Karte, die man, ja, wo man die SIM-Karte kaufen muss und die SIM-Karte auch aufladen muss. Problem ist natürlich, die Abdeckung in Deutschland ist noch ziemlich miserabel, ne? Aber das ist schon relativ interessant. Und jetzt so zum Rückschluss. Ich habe ja bei mir im Garten auch ein Volk stehen, wo wir Temperaturmessungen vornehmen auf Deutsch normal 1,5. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in der nächsten Zeit wird, weil das Volk kommt hoffentlich irgendwann in Schwarmstimmung. Und wir wollen dann mal sehen, wie sich die Temperatur eventuell schon im Vorgang zum Schwarm, also mehrere Tage vor dem Schwarm verändert. Eventuell lässt sich da schon was feststellen und dann könnte man natürlich mit Hilfe von Temperaturmessungen auch Schwarmabgänge nicht am Tag des Schwarms, wo ja hundertprozentig die Temperatur im ganzen Stock erhöht sein wird aufgrund der Unruhe, sondern vielleicht, dass man das vielleicht schon ein paar Tage vorher aufgrund von Temperaturmessungen erkennen kann und dann reagieren kann, was natürlich interessant ist für Außenstände, wo man nicht so oft kontrollieren möchte. Das wäre total klasse. So 2, 3 Tage im Vorhinein, dann könnte man noch eingreifen. Ja, und jetzt denke ich mir, sind wahrscheinlich jetzt zig Imker, die sagen, meine Bienen schwärmen ja eh nicht und so weiter, aber die meisten Imker in Deutschland haben halt ein paar Völker und denen schwärmt trotzdem die Biene ab, weil sie einfach im Hobbybereich das machen. Solch eine Sensorik könnte diese Imker natürlich enorm dabei unterstützen, zum einen die Bienen nicht immer zu ärgern, indem man die Kiste aufreißt und ständig nachguckt, weil das sorgt halt auch dafür, dass die Bienen irgendwann aggressiv werden. Ja, Aber und einfach, wie wir schon mehrfach gesagt haben, bis sie das Kleinklima wiederhergestellt haben, dauert es einfach. Plus der Trachttag ist. ja, das ist auch egal. Das ist ja bei den Hobby-Imkern auch im Endeffekt egal, ob die jetzt 1 Kilo mehr oder weniger Honig ernten, oder? Es geht einfach nur darum, dass das Hobby an den Bienen dann ein bisschen dadurch verleitet wird, wenn die Bienen dann irgendwann keinen Bock mehr haben, dass man die ständig nervt. Und mit Hilfe wirklich solch einfacher, ist im Endeffekt ist es einfache Technik, wenn sie mal ausgereift ist, die auch nicht viel kostet. Da reden wir vielleicht von 30 Euro pro Bienenvolk. Vielleicht jetzt im Moment etwas teurer aufgrund Chipkrise, Chipmangel, allgemein Rohstoffmangel. Aber langfristig wird das relativ günstig sein, sodass man eigentlich fast jedes Bienenvolk damit ausstatten könnte, weil es umgerechnet 4 Gläser Honig sind, die man verkauft, ne? Und die Technik kann man ja jahrelang nutzen. Also das ist sehr interessant. Also ich würde das auch sofort machen. Ich finde das eine coole Sache. Ja, und genau das Gleiche ist ja auch, dass man dann erkennen kann, wie die Wintertraube wandert. Und wenn sie nach oben wandert, merkt man, die Futtergrenze sind langsam aufgebraucht. Und dass man dann braucht man halt keine teure Stockwaage. Vor allem, man kann ja nicht unter jede. Es gibt zwar Imker, die 20 Bienenvölker haben und 20 Stockwaagen haben, aber zum einen hat nicht jeder das Talent dafür, selber eine Stockwaage zu bauen. Und zum anderen hat nicht jeder die finanziellen Mittel, unter jedes Volk so eine Wolfwaage zu stellen, zum Beispiel. Vor allem, das würde ja den Bienendiebstahl höchstwahrscheinlich nochmal einen Booster geben, wenn überall draußen so Stockwagen von Wolf stehen würden. Dann werden nicht mehr die Bienenvölker geklaut, sondern die Stockwagen. Da hat mir übrigens letztens jemand was Interessantes gesagt. Diese Person hatte ein bisschen Angst davor, dass die Hersteller der Wagen können ja vermutlich exakt genau bestimmen, wo die Wagen stehen. Und ich sag mal, wenn die in gewissen Gebieten stehen, also zum Beispiel im Waldbereich, ne, dann sehen die natürlich die Zunahmen und dann können die natürlich quasi, theoretisch könnten sie ja darauf zugreifen und ein eventuell gutes Gebiet, wo man, was man sich erschlossen hat, dann diese Informationen abgreifen. Ja, deshalb arbeitet man ja in der Regel in Rastern, die 5 mal 5 Kilometer sind oder so, und gibt nicht den genauen Standort an.
Und 5 mal 5 Kilometer, das ist ja schon riesen, 25 Quadratkilometer. Da such mal den Bienenstand. Ja, Also da findest du wahrscheinlich 10 andere Bienenstände, aber nicht den Bienenstand. genau. Ich habe da nie vorher drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich fand das einen ganz interessanten Einwand. Ich bin ja bei sowas immer Gut, unfassbar unbedarft. ich bin eh der Meinung, dass alle guten Trachtgebiete, da sind schon Imker. Es gibt keine wirklich richtig unerschlossenen Trachtgebiete, wo noch nicht ein Imker steht. Ich glaube, es geht auch eher um die um Waldtracht, ne? Weil der Wald honigt ja nicht überall Ja, gleich. aber da ist es doch dann egal, oder? Wenn der Wald honigt, dann können da auch 500 Völker stehen. Ja, Wurde mir vielleicht. mal gesagt. Aber gut, ne, das ist natürlich Neid und Missgunst sind weit verbreitet. Aber ich sag mal, das ist so genau das Gegenteil. Das hatten wir ja schon mal angesprochen, wie es damals in der DDR lief, ne? Wo ja im Radio durchgesagt worden ist, wo, wenn der Wald angefangen hat zu honigen und wo die Imker bitte hinkommen sollen, ne? Ja, aber das ist doch eine Grundsatzdiskussion hier in Deutschland. Entweder gibt es die Leute, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen und das auch gerne geben. Und dann gibt es die Leute, die auf ihrem Wissen, ihrem jahrzehntelangen Wissen sitzen bleiben und griesgrämig dann auf Leute reagieren, die offener mit Informationen umgehen und dann noch am Ende frustriert darüber sind oder was weiß ich, keine Ahnung. Dann interessante E-Mails schreiben, meinst du? Nur das weiß ich nicht, was daraus resultiert. Ja, okay. Ja, also. Man kann sich den Artikel ansehen, ist natürlich sehr technisch. Ja gut, aber da haben wir ja einige, die interessiert sind. Das haben Ja. wir ja schon festgestellt. Einige Also Fragen. der Versuchsaufbau ist dort auch gut beschrieben. Mit Hilfe des Ausbaus kann man es eigentlich selber nachbauen, wenn man ein bisschen Geschick hat. Ja, wir haben den Link, haben wir ja in den Shownotes, wie immer. Das ist übrigens auch eine Sache, ne? Man unterschätzt das, aber in Russland wird sehr, sehr viel Bienenforschung betrieben. Und bedauerlicherweise ist es so, dass ein Großteil dieser Forschungsberichte nicht auf Englisch publiziert werden, weil einfach die Sprachkenntnisse nicht vorhanden sind. Und wenn, dann werden diese Artikel oftmals nur per Übersetzungstool übersetzt. Und da schleichen sich ja dann leider immer wieder Fehler ein. So, jetzt, ich habe in der letzten Zeit relativ viele Forschungsberichte gelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass da manche Sachen einfach nicht zusammenpassen, weil die haben das einfach dann durch DeepL oder so durchgejagt. Und der Sinn geht dann irgendwie teilweise verloren. Das ist sehr schade. Das war Das doch auch denkt, so denk, ja. mit der Erkenntnis, dass die Varroamilbe nicht die Hämolymphe saugt, sondern den Fettkörper annagt. Diese Erkenntnis gibt es ja schon seit lange und stammt ja ursprünglich aus einem russischen Forschungsbericht und also zumindest wurde in dem Forschungsbericht formuliert, dass es zu hinterfragen ist, ob es wirklich die Hämolymphe ist, dass es Hinweise gibt auf den Fettkörper und das ist ja irgendwie, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr, aber es sind auf jeden Fall, es sind Jahrzehnte vergangen in der Zwischenzeit. Und dann hatte ja Dr. Ramsey, als er in seinen Forschungen drauf gestoßen ist, hat er ja dann nochmal nachgeschaut und dann ist er eben auch auf diese alte Publikation gestoßen tatsächlich und die auch einfach nicht übersetzt worden ist tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Von daher, ja, stimmt. Gut, dann Bitte. nächstes Thema. Okay, Neues aus unseren Imkereien. Gibt es irgendwas Neues? Marie. Also, ich habe ein bisschen Zeug geschmolzen, so wie du, nur ein bisschen weniger und wollte das so ein bisschen grob reinigen. Und weil, ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn da noch so ein bisschen Futterreste mit drin sind und so, dann fängt das irgendwann an, ganz toll zu riechen. Und habe dann erstmal mit so einem Topf rumgeeiert und habe mich wahnsinnig geärgert. Und dann schrieb mich irgendwann mein Imker-Kompagnon an und meinte, warum holst du dir denn nicht meinen Kessel? Und ich sage, ja, ich habe dich doch vor ein paar Tagen gefragt. Und er hat mir irgendwas Kryptisches geantwortet. Ich habe das dann einfach ignoriert. Also habe ich mir diesen Kessel geholt. Und zwar ist das wie so eine Art Einkochautomat, ne? Wo du von innen Wasser hast und dann hast du so einen Zylinder, den du reinsetzt und da packst du den Wachs rein. Und das ging so schnell. Ratzfatz war das geschmolzen und dann habe ich die Aber Puppen. warum setzt du da überhaupt einen Zylinder rein? Also ich packe in diesen Einkochautomat Wasser rein, weiß ich nicht, ein Drittel Wasser und dann schütte ich da den ganzen Wachs rein und erhitze das dann da drin. Ich habe ja keinen Einkochautomat. Das Ding ist halt einfach mit diesem Zylinder dabei, den kannst du Ach nachher auch so. super da rausholen.
Und kriegst du auch dann einfach easy rein und raus. Also es ist schon ganz cool. Aber der ist nicht vernünftig gedämmt, weil auf dem Bild habe ich gesehen, dass Das der stimmt. schnell abgekühlt ist und deshalb Risse bekommen hat. Ich habe zwar noch ein paar Tücher drüber gelegt, aber ich hätte den auch länger noch auf niedriger Stufe laufen lassen können, aber ich wollte ihn nicht über Nacht anlassen. Also er hatte mir das geraten, er meinte, lass den auf kleiner Stufe über Nacht laufen, das habe ich dann nicht gemacht, weil es mir eigentlich auch egal ist, ich muss das eh nochmal neu richtig klären, dann das seien nur so Außer die ersten. Segenberger Zagen. Ja, nee, also nee. Und aber das hat wirklich gut geklappt und die Dinger kriegt man auch für relativ kleines Geld, also wer da jetzt nicht darum machen will mit irgendwas, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das hat super funktioniert. Ja, ich habe, glaube ich, meinen für 20 € bei eBay Kleinanzeigen oder so gekauft. Der war noch top, ja. Also den habe ich schon ein paar Jahre. Ja. Und steht nur draußen, also. Also überdacht draußen, also. Die können auch was ab anscheinend. Wie Von von weg weg oder oder so. was? Weg, ja. Ja, genau. Ja, ich glaube, die sind ganz gute Qualität. Ja. Ja, erzählt doch mal, wie ihr es macht. Würde mich interessieren. Gerade die, die vielleicht ein bisschen mehr Wachs haben. Also wenn ich es, also ich mache ja von meinem Wachs, man darf das ja immer nicht zu laut sagen, aber ich mache ja von meinen Wachskerzen. Ich habe ja einfach unfassbar viel Wachsüberschuss, weil ich mit Naturwarenbau arbeite, keine Mittelwände mache. Und deswegen mache ich entsprechend auch Kerzen aus dem Wachs. Und um die dann richtig fein zu klären, gebe ich die in einen Dampfentsafter rein. Ich habe dazwischen so ein Mulltuch, ne, so ein Baumwolltuch. Und dann wird das eigentlich ziemlich fein, kommt das da raus. Das mache ich dann zweimal und jedes Mal mache ich unten noch, ne, was sind dieser graue Schleier, der übrig bleibt. Und irgendwann hast du keinen grauen Schleier mehr, sondern vielleicht noch so einzelne Punkte. Und dann ist für mich der Moment, wo ich weiß, dass ich es jetzt für Kerzen verwenden kann. Das ist schon ein Riesenaufriss, ne? Aber eigentlich arbeite ich total gerne mit Wachs. Ich mag diesen Geruch. Ich mag diesen Werkstoff Wachs total. Ich glaube, wenn du mal mit mir das machen würdest, dann hättest du schon wieder keinen Bock auf Wachs. Meinst du wegen der Mengen? Nee, auch bei mir ist der natürlich erstmal nicht so sauber, ne? Ja gut, der ist ja bei mir erstmal auch nicht so sauber. Ich muss ihn Ja, jetzt. aber so richtige Puppenhäutchen und so weiter, ne? Also ich habe meistens dann so ein Schmodder, also wer es jetzt nicht sehen kann, 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter, den ich abkratzen muss, ne? Also was ich jetzt gemacht habe in diesem Wärmeding da, als das alles geschmolzen war, bin ich aber mit so einem kleinen Sieb durch und habe da schon alle Puppenhäutchen alles schon mal abgesammelt. Ja, was? Das ist 1 Minute und dann ist der gröbste Dreck doch schon weg. Ich kann mir das vorstellen, wie sie da so vorsteht vom Topf und guckt, wie der blöde Wachs erhitzt. Mit so einem großen Löffel wie so eine Hexe. Und auf meiner Schulter sitzt das Huhn. Ja. Wir reden jetzt von 500 Gramm Wachs oder wie viel? Nee, das waren ein paar Kilo. Ich habe doch, ach so, das hast du vielleicht nicht gesehen. Also Nee. von der Höhe 10 cm und Durchmesser 20, würde ich sagen, waren schon ein paar Kilo. Gut. Und das war nur vom Ausschmelzen von diesem Frühjahr Und jetzt. was machst du daraus? Kerzen. Also das lagere ich jetzt erstmal so ein. Das ist jetzt so, dass ich es hinstellen kann, ohne dass es vor sich hingammelt. Und ja, Kerzen. Was ist denn eigentlich mit deiner Seife? War die auch Wachs oder war die Honig? Nee, die Seife wird mit Honig gemacht. Honig, ach so. Kannst auch eine mit Wachs mal machen, oder nicht? Geht das nicht auch? Ich kann ja mal fragen, ob der Bienenwachs verwenden möchte dafür. Könnte man auch machen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten, ich habe das mal irgendwann erzählt. Ich habe so eine Seifenmanufaktur in Köln, die ich mal angeschrieben habe. Und die produzieren die Seifen für uns. Also natürlich könnte man das selber machen, aber diese Rezeptur, die muss man ja einschicken, genehmigen lassen. Und das kostet ein paar hundert Euro und so viel Seifen muss halt auch erstmal verkaufen. Und dann ist es eben nur die Re eine Rezeptur und ich sag mal, die machen das ganz wunderbar. Die Seifen halten 2 Jahre. Und ich finde das eine super gute Kooperation. Ne? Also Ist man auch so muss ein noch nicht. Logo drauf auf der Seife? Das kann man bestellen, wie man will. Also die drucken die durchaus auch selber, aber allerdings muss ich sagen, dass die. Von der Qualität war der letzte Druck nicht gut genug. Das heißt, den nächsten werde ich dann selber machen. Aber das ist nur so eine ganz einfache Banderole. Ach Ein so, bisschen ich Seife. dachte in die Seife reingedruckt. So dachte ich. Nee. So Das dachte ich. sind auch relativ einfache, also jetzt nicht so ganz grob ausgeschnitten, aber relativ einfache Quadrate, die Seifen. Keine Biene. Nee. Aber die Seife ist top. Ich habe die natürlich auch selber benutzt und ist gut. Hast noch Seife?
Ja, ich habe, glaube ich, aber nicht mehr viel. Ich müsste eigentlich erstmal, das ist gut, dass du sagst, ich muss eigentlich mal dringend nachbestellen. Die Herstellungszeit ist 6 Wochen ungefähr. Vorher ist eine Seife. Für was verkaufe ich die denn? Ich glaube 5 Euro. Wie Das schwer geht. ist eine Seife? 80 Gramm? Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt geraten. Okay. Ist auf jeden Fall legitim, der Preis. Warum habe ich noch keine? Keine Ahnung. Kann dir mal eine mitbringen. Okay. Gut. Was gibt es denn bei dir Neues aus der Imkerei? Nichts Besonderes. Also im Vergleich zur letzten Sendung, also die Völker sehen doch besser aus, als ich gedacht habe. Ne? Vor 3 Wochen habe ich noch gedacht, uiuiui, das sieht gar nicht gut aus. Aber dann von einer auf die andere Woche hat sich das wirklich, das Bild ziemlich gewandelt. Und ich habe jetzt auf den meisten, na, nicht auf den meisten, aber auf einigen Völkern jetzt schon den zweiten Honigraum aufgesetzt, weil der erste war wirklich richtig voll. Ich hatte ja in letzter Sendung erzählt, hier beim Bekannten, 12. April, erster Schwarm. Und lass mich mal, am 15. war direkt der zweite Schwarm. Und natürlich seine zwei besten Völker, ne? Natürlich. Und Wie ist das passiert? bei einem, wie das passiert ist, nicht genug Honigraum gegeben wahrscheinlich, ne? Der Honigraum war voll. Dann sind sie auf dumme Gedanken gekommen. Ich weiß es auch nicht, vielleicht hat er auch schlecht geschiedet. Ich denke, der hat vielleicht zu eng geschiedet und hatte dann noch keinen Honigraum drauf. Ich weiß es nicht. Ich denke mal irgendwie, weil Königin, der hat letztes Jahr für viel Geld sich begattete Königin gekauft. Daran Ja, kann ich es meine, eigentlich. gut, da kannst du auch Ausfall dabei haben, aber. Ja, aber gut, die sind ja gerannt, ne? Also haben ja gesammelt, ne? Ja, in der Tat hast du eigentlich recht, ja. Weißt du Nur, denn, was für wenn. eine Genetik? Ja, wir wollen ja hier nicht mal. Ja, ich weiß, was Die du. Rasse oder Linie? Lederbraune. Okay, naja, gut, ich sag mal so, die sind ja nun eigentlich auch auf Schwarmtrickheit. Also da muss er schon was für getan haben, sagen wir mal so, Ja, höchstwahrscheinlich. also der Züchter oder der Vermehrer macht keine Schwarmkontrolle. Die sind zwar ein bisschen stichiger, die Bienen. Ah, was heißt stichiger? Aber die sind ein bisschen. Aufmerksamer. Ja. Aber die sind halt so, dass die nicht schwärmen. Ne? Von 100 schwärmen vielleicht 2 oder 3. Raum gibt. Ja, da kann man nicht Im mehr viel ersten Jahr. machen. Also Was, es. kennst du die Zahlen vom zweiten Jahr? Ja, gibt es ja nicht. Ach, war sie jedes Jahr um, ja, logisch. Ja, okay, in so großen Betrieben. Nein, da habe ich dieses Jahr gar nicht viel zu tun. Ich habe letztes Jahr sehr viele umgeweiselt. Mit schubfreien Zellen hatte ich ja schon mal erzählt und das hat ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, keine einzige, die nicht wiedergekommen ist von der Begattung, obwohl ich relativ spät war. Das hat gut geklappt. Also, was werde ich jetzt machen? Ich denke mal, der zweite Honigraum wird jetzt, glaube ich, schon gut angetragen sein. Jetzt kann ich mit der ersten Serie anfangen, denke ich. Ich mache das ja im weiselrichtigen Volk, also über den Honigraum. Ich stelle den Honigraum auf das Flugbrett, auf den Boden, Brutraum dahinter, andere Flugrichtung und schüttel dann von 3/4 der Bienen vom Brutraum noch in den Honigraum rein. Und dann 2 Stunden später kommt dann die Latte rein mit den Zellen. So 18 Stück oder wie viele sind da? Ich glaube, 17 Stück sind, glaube ich, auf der Latte drauf. Und den Buchraum lässt er einfach daneben stehen in der Zeit. Ja, für einen Tag. Und dann sind ja sicher, wie das geklappt hat. In der Regel sind bis auf die Außen eigentlich alle angepflegt, wenn es gut klappt, ne? Jetzt bei Tracht sowieso. Und dann baue ich das wieder zusammen, stelle den Brutraum wieder auf den Platz und den Honigraum oben drüber, über Absperrgitter und lasse dann im weiselrichtigen Volk pflegen. Und dann nach 5 Tagen im Brutschrank. Wobei ich vielleicht lasse ich die diesmal auch zu Ende pflegen. Weil dieses Pflegevolk, also womit ich jetzt arbeiten möchte, das ist nicht hier zu Hause. Und ich habe dort direkt auch die Mini Plus stehen, weil dann kann ich direkt dann die Zellen dann in die Mini Plus umhängen und muss nicht immer hin und her fahren. Und ja auch ein bisschen gucken, ne?
Aber das Problem ist natürlich, also verschulen musst du die auf jeden Fall, sonst werden sie dir das verbauen. Auch wenn die Abstände relativ gering sind, ne? Wegen der Tracht, meinst du? Also, und das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gehabt, ne? Wenn die einmal irgendwie angebaut sind oder so, freischneiden, bringt in der Regel nichts. Also irgendwie haben sie dann Hau weg. Ja, wahrscheinlich die Erschütterung, ne? Und dann vereinst du wieder. Bitte? Und dann packst du wieder zusammen nach einem Tag. Ja, nach einem Tag. Man kann, das hat der Christian Salau mir mal gesagt, als ich da in Laudenthal war. Er hängt da auch noch eine Brutwabe nach oben. Direkt an die, an den, funktioniert ja zwei Honigräume, kannst ja eine da dann Brutwabe. Da musst du zwei Honigrähmchen, die untereinander sind, wegnehmen. Dann kannst du die Brutwabe dort dann direkt an die Zuchtlatte hängen. Damit mehr Fliegebienen oben sind. Ja, um mehr Pflegebienen nach oben zu locken. Ich mache es eigentlich nicht, aber vielleicht mu ich muss ich. Ab und zu mache ich das, kommt drauf an. Aber aus Faulheit meistens nicht. Hast du da schon mal einen Unterschied bemerkt? Nicht wirklich. Spannend. Es Also könnte ich. natürlich sein, jetzt frühe Zucht, ne, Mühzucht, könnte sein, dass das schon ein Vorteil ist. Aber später glaube ich nicht. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten, Königinnen zu ziehen. Das ist schon echt. Ja, das finde ich aber praktisch, ne? Ne? Ja, ich habe mir das ja auch schon mal bei dir Das angeguckt. Volk fällt einen Tag nur quasi aus, danach kann es wieder voll nutzen. Und ja, selbst wenn sie da in der Zeit, wo sie pflegen, können sie ja, sind die ganzen Flugbienen sind ja trotzdem noch da und tragen Tracht ein, ne? Also da geht ja nicht wirklich viel verloren, ne? Das halt dann natürlich auch immer nur mit Honig füttern, ne? Falls es notwendig sein sollte. Und nicht irgendwie mit Sirup oder irgendwie so ein Kram, ne? Ja, ich meine, gut, das ist ja sowieso die bessere Wahl in dem Fall, ne? Ja, und was ich noch ausprobieren will dieses Jahr, ich habe mir letztes Jahr zwei Karnika-Königin besorgt. Das habe ich gesehen beim, wie heißt der, Bugfest Dänemark, Bugfest DK, der Kelt Brandstrup. Der nutzt für seine Bugfestzucht Karnikas zum Zellen anziehen, Zum weil sie Maul, einfach mehr Zellen anscheinend anziehen und besser auf die Zellen anziehen als die ja. Bugfest. Das habe ich irgendwie schon mal gehört, irgendwann auch, dass die Karnika besseren Pflegebienen einfach sind. Wobei letztens hier auf der GdBE-Tagung hat Herr Jos Gut gesagt, beziehungsweise wurde gefragt, ob er für die für das Anziehen der Zellen eine andere Genetik verwenden würde, also eine andere Biene als die Bugfest. Dann hat er gesagt, er hätte nur Bugfest. Also höchstwahrscheinlich ist das auch nur marginal. Aber das, was auch ein Punkt ist, das Anlegen der Drohnen hängt ja auch direkt zusammen mit diesem ganzen Schwarm Vermehrungsverhalten bei der Biene. Und ich weiß, dass Eugen zum Beispiel ein paar Mal gesagt hat, also Völker, wo er gesagt hat, das werden Drohnenvölker und aber noch wenig Drohnen einfach drin waren, weil die einfach so eine, also keine Schwarmneigung haben. Ne? Dann bauen die auch wenig Drohnen tatsächlich. Das ist dann gar nicht so einfach, die dazu zu bringen, Drohnen anzulegen, und Wie bauen dann auch machst du eben. das dann? Ja, also, ne, also wir hatten halt in den Drohnenrahmen gezogen und dann war da halt viel Arbeit darin, Bau drin. In dem Zusammenhang hatte er das dann gesagt. Gibt der ausgebaute Drohnenrahmen diesen Völkern oder müssen die Nee, selber den bauen? die hatten das selber gebaut, im Drohnenrahmen. Das war Dadant, aber Hälfte. Oben war normal Arbeiterinnen bauen, unten konnten sie dann selber bauen und da hatten sie aber, einige Völker hatten dann da Arbeiterinnenbau dran gebaut. Ich habe das schon mal gesehen. Ich kenne mich damit leider nicht aus, mit so Völker vorbereiten für Belegstellen, dass die teilweise dann aus mehreren Völkern dann die Drohnenrahmen den Belegstellenvölkern geben, bevor die Völker auf die Belegstelle kommen. Sodass sie dann zwei fette Drohnenrahmen haben, die Dadan-Völker. Und hat ja normal kein Dadan-Volk zwei fette Drohnenrahmen. Also da wird dann noch ein Drohnenrahmen dazugegeben von einem anderen Volk, damit man damit genug Drohnen und weniger Völker dann dahin transportieren muss. Ich frage ihn beim nächsten Mal, wenn ich da bin. Ja. Ja gut, er hat ja selber da zwei Belegstellen, ne? Ja. Ja.
Ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Oh, ich habe noch ein paar Beuten gestrichen, die jetzt seit Ewigkeiten bei mir rumstanden. Sehr fleißig. Ja. Ich nicht. Ich habe Material sauber gemacht noch die Woche, was seit 2 Monaten auf der Terrasse stand. So Windeln und so ein Kram, ne? Wo man sich nur einfach mal aufraffen musste, den Gartenschlauch Das habe ich endlich mal abgearbeitet, den ganzen Kram. Ziel für dieses Jahr, alle Kisten voll machen. Bis zum Herbst. Ja, das würde ich auch gern schaffen, aber dadurch, dass ich so viel nicht da bin, werde ich das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, mal sehen. Jo, also, das war's. Gut, das heißt, wir sind schon bei unserem Hauptthema. Schon. Naja, okay, jetzt haben wir 40 Minuten gequatscht. Das war eigentlich okay. Also wir waren schon schlechter. Etikettengestaltung. Also wir könnten da erstmal bequaken, braucht man das überhaupt? Weil es gibt ja das Dip-Etikett. Das kommt bei vielen Kunden ganz gut an. Es steht für Qualität, es steht für Tradition. Steht für imkerliches Handwerk. Nachteil: Man muss natürlich einen Honigsachkundenachweis nachweisen, wobei ich das Na auch als. gut, der sollte eigentlich jeder haben, oder? Genau, ich finde eigentlich, dass es ein Vorteil ist. Weil, wenn der jetzt nicht ganz schlecht ist, der Kurs, dann lernt man im Zweifelsfall sogar was. Haben natürlich alle Probleme, die jetzt in den letzten 2 Jahren diesen Kurs gemacht habe, wenn der nur virtuell stattgefunden hat, ne? Ja, wobei, also wenn ich ehrlich bin, den Kurs, den ich damals besucht habe, der war nicht besonders gut und da wäre für mich wär kein Unterschied gewesen. Aber das ist ja auch nicht wirklich so, dass man. Normal müsste der Kurs so sein, dass du wirklich erntest, ne? Erntest, entdeckelst. Das war eigentlich nur Theorie bei uns. Ich glaube, wir Ja. haben ein paar Honige probiert, aber gut. Ja, aber das geht halt nicht, ne? Sowas könntest du ja dann nur mit 5 Leuten machen oder 6 Leuten oder irgendwie sowas, ne? So ein Tag Honigernte. Das wäre quasi fast der beste Kurs, ne? Ja, Und wenn du dann noch ein paar andere, wenn du dann schon Honige hättest, die angezogen sind, dass du dann auch rühren könntest, zum Beispiel. Ja. Also, das ist, da lernt man am meisten, aber mit der Theorie, da geht meistens irgendwie immer irgendwas verloren. Aber gut, ich finde. Wir produzieren Lebensmittel und der Imker an sich sollte selbstständig genug sein, um sich da regelmäßig fortzubilden und sich nochmal einzulesen und nachzufragen, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es klappen sollte. Also da appelliere ich so ein bisschen an das eigene Wollen, sich da, ja, ihr wisst, was ich So, und meine. wir wollen aber zum Etikett kommen, nicht zur Honigernte. Genau. Und ich sag mal, wie ihr alle wisst, bin ich ja die Individuelle. Und ich habe natürlich ein eigenes Etikett, das ist klar. War auch von Anfang an für mich klar, dass ich nicht im Dipglas vertreibe, obwohl ich den Honigkurs gemacht habe, weil ich was Eigenes wollte. Ich wollte einfach etwas, was meine Imkerei repräsentiert und nicht die deutsche Imkerei. Und wie wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, so wenn man ein bisschen mehr in die Richtung Marketing geht, das Etikett, was du selbst gestaltest, da kannst du ganz präsent draufschreiben, die Stadt, wo du den Honig geerntet hast. Und im Moment ist das Lokal ist ja das neue Bio. Und das ist für mich einfach ein großes Argument, ein eigenes Etikett zu machen. Wie hältst du das? Mal so, mal so. Ich habe eigene Etiketten. Ich habe Etiketten von Kunden und ich habe aber auch Dip-Etiketten. Beim Dip muss man ja, wenn man den Honigkurs gemacht hat, muss man den ja nachweisen. Und dann kann man die Etiketten bestellen. So läuft das, ne? Über den Verein kriegt man muss ja da irgendwie was auch für bezahlen, ne? Für diese. Ja. Die Nicht sind für auch gar nicht so die. günstig, ne? Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Es gibt ja, glaube ich, auch verschiedene nassklebende, selbstklebende, weiß ich nicht so genau. Ihr könnt uns ja mal erleuchten, ihr Dip. Etikettenkleber. So, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir wollen nicht das Dip-Etikett. Welche Möglichkeiten haben wir? Also wir können zum Beispiel im Imkerfrei Fachbedarf unseres Vertrauens gehen. Die haben in der Regel Hässliche verschiedene. Etiketten. Bitte? Hässliche Etiketten. Gewöhnungsbedürftige Etiketten, ja, meistens etwas traditioneller ausgerichtet, vom Design her spannend, häufig.
Ich habe auch schon mal schöne gesehen, aber das ist eher selten der Fall, in der Tat, ja. Diese Möglichkeit habe ich, aber die sind natürlich blanko. Da steht dann vielleicht drauf Sommertracht oder irgendwie sowas. Aber man muss natürlich seine Adresse mit reinstempeln. Kann man auch drucken, ne? Das habe ich auch schon mal bei YouTube gesehen, dass irgendjemand da so eine Anleitung erstellt hat, wie man dann diese bedruckt dann, anstatt zu stempeln. Weil drucken sieht dann doch schon ein Ah. bisschen besser aus als stempeln, finde ich. Ja, in der Tat, stimmt, das könnte man auch machen. Da muss man sich natürlich ein bisschen mit Druckereinstellungen und so weiter Ja. auskennen. Das ist oftmals gar nicht so einfach. Da muss man ganz schön rumeiern. Wobei auf der anderen Seite, ne? Das ist ja auch ein bisschen individuell, wenn du dann irgendwie noch was mit der Hand drauf kritzelst, ne? So Glas 1 von 550 oder so. So wie beim Wein, meinst du? Bei manchen Ist ja auch. Weinen. Bei manchen Weinen oder bei manchen Schnäpsen sind die ja auch nummeriert, ja. So, dann haben wir die Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Dann gibt es dann Anbieter, die haben vorgefertigte Etiketten, die man noch leicht individualisiert. Also wo man jetzt zum Beispiel nur Name und so was vorne drauf schreibt, Sorte, Adresse, alles kann man reingeben und dann wird das gedruckt und einem zugeschickt. Dann gibt es ja so Konfiguratoren, die ich teilweise echt nice finde, wo man im Prinzip so einen Vorschlag hat, oh Gott, sie hat nice gesagt, Entschuldigung, wo man im Prinzip so einen Vorschlag hat, so verschiedene, ja, Symbole und Elemente und die kann man dann von A nach B schieben, farblich von der Größe, andere Elemente dazu packen. Also das ist schon recht individuell und das ist auch für Leute, die nicht so viel Know-how haben, kann man es auch umsetzen. Das finde ich auch nett. Also da müsst ihr einfach mal googeln nach Etikettenkonfigurator und dann findet ihr da was. Teilweise sind die relativ günstig. Ja, naja. Boah, Preise habe ich gar nicht im Kopf leider, aber ich würde mal schon rechnen, dass man so 30 Cent für ein Etikett, selbstklebendes Etikett zahlen muss. 25 Cent. 20 bis 30 Cent, denke ich schon. Also die Konfiguratoren, die machen ja erstmal nur die Etiketten, dann kriegst du ja keins. Ja. Ich will ja einen Anbieter haben, der mir das dann auch direkt druckt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das so gibt, dass du Gibt das es. super individuell machst und die drucken auch Gibt direkt. es, gibt es, gibt es. Es gibt Ja. sogar Anbieter. Ich glaube Zweckform zum Beispiel, Avery, Das ne? ist der, kann man ein bisschen Werbung machen, ne? Der Buschhausen Verlag, der auch Mhm. diese ganzen Bücher rausbringt. Dahinter ist ja auch eine Druckerei. Und dort kann man, die haben zum einen haben die eine ganze Reihe von Etiketten. Vorgefertigte Etiketten, die man individualisieren kann mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Adresse. Aber man kann dort auch quasi so eine Art Vorschlag einsenden, wie das Etikett aussehen soll, indem man, weiß ich nicht, Bilder oder eine Zeichnung hinsendet und dann wird das für einen umgesetzt. Und Das das ist ja kostet richtig gut. eigentlich auch relativ, ist, glaube ich, nicht so teuer. Aber das ist natürlich damit gebunden, dass du dann dort auch die Etiketten drucken lässt, ne? Sonst bieten die das, glaube ich, nicht an. Ja, das finde ich aber nett. Das Ja. ist eine gute Sache. Ja, gut, man muss dafür auch was bezahlen, Ja, aber, klar. ne, aber wenn man dafür kein Talent hat oder auch keinen Nerv dafür hat, ist das, finde ich, das eine ganz gute Geschichte. Ja. Man kann das natürlich auch über diese Freelance-Plattform machen lassen, aber da muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen. Ja, und es gibt natürlich ja auch in den kleinsten Städten Druckereien und die machen sowas auch häufig, ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt das übers Internet machen, wenn man darauf Wert legt, dass man es vor Ort Ja, macht, aber wenn ich dann es auch mir drucken kann. vom Inder bauen lasse, dann wird das wahrscheinlich weniger kosten, als wenn ich mir das in der Druckerei vor Ort bauen lasse. Ne? Aber man muss natürlich dann schon jetzt bei Anbietern, die sich damit auskennen, hat man zumindest die Gewährleistung, dass auch alles auf dem Etikett drauf ist, was auf dem Etikett drauf sein muss. Und das, wenn du das übers Internet von einem Fachfremden machen lässt, der wahrscheinlich nur auf einem anderen Kontinent lebt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da doch irgendwie ein Fehler drauf ist, den du dann auch selber nicht siehst, weil du einfach dann blind bist. Ja, kann natürlich auch bei der Druckerei von ums Eck kann das natürlich auch passieren, weil die sich wahrscheinlich auch nicht mit Honigetiketten auskennen, das stimmt. Ja. Also es gibt Möglichkeiten diverse. Und wer, also ich meine, was man natürlich auch nicht vergessen darf, viele Leute haben ja auch im Bekanntenkreis irgendjemanden, der sich grob auskennt mit so einem Zeug. Das geht ja auch, dann bezahlt man die vielleicht gut mit ein paar Gläsern Honig. Oder einen netten Gutschein für irgendwas und dann hat man da auch erstmal was, ne? Die Möglichkeit gibt es ja auch. Oder man macht es halt komplett selber. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich halte jetzt mal unser neues Etikett in die Kamera.
So sieht das aus bei uns. Also die schwarzen Decke sind nicht auf meinen Mist gewachsen, ja. Also das möchte ich jetzt mal betonen an der Stelle. Was hättest du denn sonst für einen Deckel genommen? Gold, die haben wir aber jetzt für unsere Mischungen. Die sehen so aus. Also mit uns bin ich nicht gemeint. Ja. Ja, nee, ich, genau. Also ich meine mich und meinen Imkerei-Kompagnon. Ja, für die, die kein YouTube haben und das nicht sehen. Also, wir haben, ich gestalte die komplett selber und zwar mit GIMP. Das ist so ein kostenloses, nicht Etikett, ein kostenloses Bildgestaltungsprogramm, Bildbearbeitungsprogramm. Das kann sehr, sehr viel. Es ist nicht auf Photoshop-Niveau, aber ich glaube nur knapp drunter. Also im Prinzip viel mehr, als wir können müssen für so ein Etikett. Da habe ich einfach mit einem bestimmten Maß begonnen. Da hast du verschiedene Schriftarten. Man muss natürlich ganz wichtig bei den Schriftarten darauf achten, dass das eine Schriftart ist, die man kommerziell nutzen darf. Also das gilt nicht für alle auf dem Computer vorinstallierten Schriften. Da muss man aufpassen. Es gibt aber Seiten im Internet, zum Beispiel 1001 Fonts heißt das. Da kannst du dir also, Areal geht immer, oder? ich bin nicht sicher. Ich glaube ja. Ich glaube Times New Roman auch. Comic Sans. genau, also es gibt Seitenanbieter im Internet, wo man sich Schriften runterladen kann und eben auch mit dem Hinweis, dass man die kommerziell nutzt. So, und dann haben wir natürlich unser Logo da drauf, dann die Schriftart, die auch passt zu zu unserem ganzen Marketingkram. Und genau, dann mache ich das so, dass ich ein Open Office Dokument erstelle, wo ich die Etiketten mehrere auf einem Blatt, ne, also auf DIN A4, damit ich weiß, welche Länge, welche Höhe. Und das habe ich quasi als Druckvorlage. Ja, aber wo kriegst du denn dieses Logo her? Das Logo haben wir auch selber gemacht. Oder was meinst du? Ja. Unser Imkerei-Logo, das haben wir Ja. selber gemacht. Ja, wie baut man sowas? Auch damit. Das habe ich tatsächlich gebaut mit, warte mal, wie heißt denn das Programm nochmal? Affinity Designer. Weil da kannst du dir als SVG-Datei machen. Das sind diese Dateien, die man endlos großziehen kann. Das heißt, wir können das auch großflächig aufs Auto kleben. Ja, also ich sag mal, für so ein Logo-Design braucht man natürlich schon ein bisschen Mini-Grundkenntnisse. Also ich bin absolut gar keine Fachfrau, aber es reicht halt für sowas aus, wie ich finde. Und jetzt hier zum Beispiel bei der Honigmischung, da haben wir ja auch so ein paar Icons drauf. Und die kann man sich halt auch runterladen im Internet. Da muss man eben nur eben auch aufpassen, dass man was nimmt, was man Zeig kommerziell noch nimmt. mal bitte. Das ist jetzt Bio Blaubeere Monheimer Honig für die, die es nicht sehen können. Und bei den Honigmischungen haben wir halt die so Icons mit drauf, passend zu dem, was drin ist. Aber farblos. Was ist farblos? Die Blaubeere. Ja, die Icons sind farblos, genau. Ich meine, das ganze Etikett ist ja so ein bisschen. Ich poste das mal ein bisschen auf Social Media für die, die jetzt nicht gucken, sondern nur hören, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt. Genau, und als Papier haben wir, das ist ein 120 Gramm Papier mit, ich glaube, 20% Recyclinganteil. Das ist so ein bisschen natürlicher von der Farbe, ist also nicht rein weiß, sondern das ist so ein. Ja, so ein Naturton halt und ja, das passt halt eben zu dem Anstrich, den wir uns für die Imkerei auch geben. Übrigens habe ich, was hier falsch drauf ist, hier steht MHD, das ist falsch. Es muss heißen mindestens haltbar bis. Das haben wir dann auf den anderen geändert. Das habe ich irgendwie einfach im Wahn vergessen, dass das so ist. Ja, so machen wir das, genau. Dann drucken wir das aus. Dann ist der nächste Schritt mit so einer Schneidemaschine, schneide ich die dann relativ akkurat zu und dann leimen wir die. Und das geht in der Gruppe sehr schnell. Ich sag mal, wenn man jetzt eine größere Menge hat, dann kann man sich die natürlich auch einfach gestalten lassen. Muss man nur gucken, dass das Papier einigermaßen auch passt. Und ich sag mal, was wir so kleinere Menge haben, zum Beispiel Mischungen oder auch Propolis, Pollen, dieser ganze Kram, den kann man halt dann selbst drucken. Das lohnt sich dann immer noch. Ich habe mal irgendwann ausgerechnet und habe das Etikett für, ich glaube, 30 Cent oder sowas oder 40 Cent. Selbstherstellung. Ja. Dann bist du ja Genau. eigentlich fast teurer, als wenn du es drucken lässt, ne? Ich habe allerdings damals. Ja, aber es kommt natürlich drauf an, ne? Ich lasse ja auch nicht 300 Etiketten drucken, ne? Dann lasse ich 3000 drucken. Dann komme ich wahrscheinlich auf die Preise, die günstiger sind. Und wenn man nur so wenig drucken lässt, dann. Sind die auch teurer, ja, genau. Ja. Also, wir haben mal irgendwann letztes Jahr nachgeguckt für 100 oder 150 für irgendeine kleinere Sache und da waren wir bei Ja, das kannst du 50 oder vergessen. 60 Cent, ja. Ich habe damals aber auch berechnet, dass der Drucker, wir haben
Laserdrucker, dass der 1000 Blätter druckt, bevor man die Patrone wechseln muss. Das ist aber Quatsch. Der druckt ein Vielfaches davon. Der meckert ja dann relativ früh rum, jetzt muss man Toner wechseln, aber du kannst ja dann immer noch 1000 Blätter drucken und dann ist immer noch die Farbe gut. Also von daher ist das wahrscheinlich wesentlich günstiger. Das Teuerste ist tatsächlich das Papier. Das, was halt relativ hochwertig ist mit dem 120 Gramm. Also ich würde euch raten, so 80 Gramm Papier oder so ein fünfschiger Kram, lasst das. Das sieht nicht gut aus. Und das ist auch mit dem Leim, sieht das dann auch nicht gut aus. Also so 120 Gramm kann man schon nehmen. Also 100 Gramm sollten es mindestens sein, meiner Meinung nach. Und das ist schon, ich finde schon, das macht einen wertigen Eindruck. Jo. Naja, Genau. das ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Ja, total. Keine Frage. Ja, wir sind sehr gespannt auf eure Geschichten zum Thema. Erzählt doch mal, wie ihr es macht. Seid ihr Es gibt zufrieden? doch im Imkerforum so einen Beitrag, so ein Thema, wo alle möglichen Leute ihr Etikett posten. Ich glaube, das ist 50 Seiten oder so. Ja, das habe ich sogar auch mal damals gemacht, als ich angefangen habe, also vor Jahren. Da findet man wahrscheinlich auch noch damals noch mit anderem Imkereinamen. Was total nett ist, dass einfach sind viele Leute, die im Thema sind und die einem dann sagen, das ist falsch, das muss noch mal ändern. Das ist hilfreich, keine Frage. Ja, ich glaube, da sind wir mit unserem Hauptthema schon durch, oder? Ich meine, du hattest dich jetzt ja eh nicht so drauf gefreut. So, man muss auch Dinge machen, auf die man sich nicht so freut. Ach, das ist witzig, weil ich heute noch das Feedback bekommen habe von einem Zuhörer, dass du dich mal nicht so anstellen sollst. Also, Grüße. Schön, dass du es von dir selbst sagst. Grüße. Grüße an den Zuschauer. In. War der Zuschauer. Ja, cool. Dann sind wir schon bei Aufregern und Highlights der Woche. Hast du ein Highlight? Nö. Habe ich ein Highlight? Morgen machen wir so ein spontanes Treffen vom Verein. Grillen. Da freue ich mich schon drauf. Das wird, glaube ich, total cool. Vielleicht eine Sache, die ich mal erzählen kann, dass ich wirklich klasse finde. Also wir haben einen neuen Obmann bei uns im Verein, der so Social Media macht. Und ich hatte das vorher mir mit dem Kassierer so ein bisschen geteilt und hat schon mal was gemacht, aber der macht das so toll jetzt, finde ich einfach total klasse. Und das finde ich super, wenn man so ein Team hat im Verein, wo alle motiviert sind und alle so auch wirklich was beitragen. Also das ist wirklich ein Highlight Und du eigentlich. die Chefin bist. Ja, das Ja. Highlight ist, dass ich die Chefin bin. Nein, ich bin keine Chefin. Wir sind natürlich alle in total flacher Strukturen. Ja, das könnte man jetzt eigentlich deuten, ne? Warum du dann genau in dem Moment so in den Haaren gespielt hast, als du das gesagt hast. Ja, weil das ganz klar war, als ich so gemacht habe und gesagt habe, wir haben total flache Strukturen. Also wir sind ja nur zwei Leute im Vorstand und diese zwei Leute sind befreundet und das macht vieles sehr viel einfacher, weil wir einfach Sachen entscheiden. Da muss nicht irgendwie rumgeeiert werden und da muss keine Vorstandssitzung einberufen werden, sondern wir schreiben eine WhatsApp, machen wir das so oder machen wir das so, wir machen das so, zack. Und das ist manchmal sehr hilfreich. Und wir alle kennen diese Geschichten, dass Vereine sich im Vorstand so krass zerstreiten, dass nichts mehr geht, dass Vorstände den Sachen hinschmeißen, nichts übergeben, der Verein handlungsunfähig ist. Das sind alles Sachen, die wir schon gehört haben. Und es ist erfrischend, dass wir einfach unser Ding machen. Und Wir ja. können ja irgendwann mal eine Sendung über Vereine machen. Was ist der optimale Imkerverein? Vielleicht können wir das wirklich mal machen. Ja, deshalb habe ich das ja auch gesagt. Das finde ich eigentlich echt eine coole Idee. Also nicht, was ist der optimale Imkerverein, aber so Imkerverein in Deutschland. Ja, Highlights auch. man kann doch mal so rumspinnen, was die optimale Funktion eines Imkervereins wäre, ne? Ja, Ja, lass uns das mal auf den Dann Schirm kommt die schreiben. Frage, was kannst du für deinen Verein tun? Nicht, was kann dein Verein für dich tun? Ja, das ist ja auch richtig. Also, da habe ich heute auch noch mit einem aus dem Verein drüber gesprochen. Er meinte, ja, also bei Social Media, also wir bewerben natürlich auch die Imkereien, die zum Verein angeschlossen sind, ist klar, ne? Also wir reposten dann eben Sachen auf Instagram und bei Facebook, was die Imkereien jeweils posten und das wird dann geteilt und in die Stories und so weiter, ne? Er meinte so, ja, weißt du, das sind ja nur wir paar immer. Und da habe ich gesagt, stimmt. Aber alle im Verein wissen, dass es dieses Angebot gibt.
Wir schreiben regelmäßig bei uns im Vereinschat. Wenn die Leute im Verein eintreten, steht das sogar auf dem. Wir haben so eine wichtige Information für den Verein. Da steht das ganz klar dabei. Sagt uns Bescheid, wenn ihr bei Social Media vertreten seid, damit wir euch mitteilen können und so weiter. Und wenn das Angebot nicht angenommen wird, dann wird das Angebot nicht angenommen. Also mehr können wir da nicht machen. Und so ist das halt, ne? Also wenn man sich nicht beteiligt, dann hat man auch davon nichts. No, das ist ja oftmals so, ne? Ja. Gibt ja dann so Aktionen manchmal, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt, wo Honig verkauft werden kann, ne? Hat man auch Und schon, ja. dann beschweren sich dann am Ende Leute darüber, wenn sie hören, wie viel Honig dort verkauft wurde. Aber sie hätten ja auch daran teilnehmen können, ne? Nö, da hat sich jetzt bei uns keiner beschwert. Das hatten wir auch in einem. Ja, euer Verein ist ja auch noch jung. Ja, genau. Aber vielleicht wagen sie es sich auch nicht. Und ihr habt ja auch noch nicht so viele Mitglieder, ne? Mit Ja, wir haben jetzt 25. Zunahme der Mitgliederzahl ist auch die Gefahr relativ groß, dass Ja, das ist Querköpfe dann querulant im dabei ist, richtig, ja, ne? Querulant wollte ich jetzt nicht benutzen, das Wort. Ja, doch, aber solche Menschen gibt es halt, ne? Ja. Ja, aber bisher, toi, 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 So wie aber ich. genauso wie du. Toi, 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 bisher klappt sehr gut, muss ich sagen. Und ich habe sehr viel Spaß bei der Arbeit im Verein. Ja, okay, das waren meine Highlights. So, Aufreger. Schieß los. Wir haben einen gemeinsamen Aufreger. Ach ja, ist ja nicht wirklich ein Aufreger. Nee, eigentlich ist es, naja, ist eigentlich schon amüsant, ne? Aufreger stimmt. Nee, ist auch nicht Aber amüsant, ist einfach nur dämlich. Also, wir haben eine E-Mail bekommen von einem jetzt verrat nicht zu viel. Renom Nö, von einem, wer so eine blöde E-Mail schreibt, muss damit leben können. Von einem relativ renommierten Imker aus dem Süden von Deutschland, würde ich mal sagen, der in der lederbraunen Bienenszene doch relativ bekannt ist. Die Pedigrees tauchen eigentlich sehr, sehr oft auf diversen Belegstellen, dass dort dann Vatervölker gestellt wurden. Und wir haben halt so eine E-Mail bekommen, 6, 7 Zeilen, und so der Tenor der E-Mail ist, wir sollten den Imker-Podcast doch einstellen. Wir strotzen vor Unkenntnis. Unkenntnis war das Wort. Und das wäre wohl die neue Generation der YouTube-Imker, die wir hier darstellen würden, ne? Und da habe ich mich dann nur gefragt, da muss ja irgendwas gesagt worden sein, was ihm überhaupt nicht gepasst hat. Höchstwahrscheinlich hat man genau irgendwo in so ein Fettnäpfchen reingepiekt, wo er sich dann angesprochen gefühlt hat, um dann so eine E-Mail zu verfassen, die in der äußeren Form auch noch so ist, dass man Kryptologe sein muss, um diese E-Mail überhaupt entziffern zu können, weil es sind mehr Fehler in dieser E-Mail drin, als Wörter, die richtig geschrieben sind. Und da meine ich, wenn man schon zu diesem Schritt geht, dass man jemanden kritisieren möchte, dann sollte man erstmal die Kritik auch anbringen. Was genau die Kritik ist, indem man einfach pauschal sagt, ihr schreibt unnütz, ihr sagt unnützes Zeug. Das ist ja keine Kritik, das ist einfach nur eine hohle Phrase. Und dann im nächsten Schritt sollte man, wenn man eine E-Mail an jemanden schreibt, den man nicht kennt, sollte man zumindest so viel Höflichkeit besitzen, dass man eine E-Mail schreibt, die für den anderen auch lesbar ist. Und das ist so. Mir ist das wurscht, ne? Also ich würde der Person einfach empfehlen, uns nicht mehr zuzuhören oder nicht mehr zuzugucken. Dann muss er sich nicht aufregen und wir müssen uns dann mit solchen dilettantischen E-Mails nicht rumschlagen. Also ich muss sagen, das tut mir sehr leid, dass ihm der Podcast nicht gefällt. Aber ich glaube, dass er nicht so richtig einschätzt, was unsere Idee ist. Die Idee ist ja nicht Wissensvermittlung. Wir machen diesen Podcast ja nicht, um irgendjemandem zu erklären, wie die Imkerei funktioniert, sondern wir machen diesen Podcast, weil wir gerne über Imkerthemen sprechen und weil wir irgendwann gedacht haben, so was gibt es irgendwie noch nicht. Lass uns doch einfach mal quaken und wir nehmen es auf. Und keiner von uns hat ja den Anspruch, hier irgendjemanden zu belehren. Also klar reden wir über Themen oder wir verbessern uns auch oder wir fragen euch. Er hatte halt auch angemerkt, wir würden mehr oder weniger Zitat in jedem zweiten Satz sagen,
keine Ahnung oder glaube ich oder. Ja, aber es ist doch besser, wenn wir sagen, wir wissen es nicht, als das, wenn wir was Falsches sagen. Also ich bezweifle, dass diese Person, die diese E-Mail geschrieben hat, die Weisheit mit Löffeln gegessen hat und alles, was er sagt, auch richtig ist. Allgemein gesehen aufs ganze Leben. Jeder Mensch macht Fehler oder sagt was Falsches oder weiß etwas nicht. Ne? Es gibt niemanden, der den Anspruch für sich erfüllt, dass er alles weiß. Und ich bin lieber jemand, der zugibt, dass ich etwas nicht weiß, als dass ich dann das Thema vielleicht auslasse oder irgendwas Falsches sage. Oder irgendwas dann dahin stammel. Oder irgendwas weitergebe, wovon ich weiß, dass es falsch ist. Aber ich gebe es weiter, weil ich es so gehört habe. Ja, und ich sag mal, ne, man kann uns ja sagen, dass man das enttäuschend findet, dass wir so oft sagen, wir wissen es nicht. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Was ich nicht in Ordnung finde, ist diese Hybris, uns zu bitten, dass wir den Podcast einstellen. Weil ich sag mal, es gibt halt noch weitere Meinungen außer seine. Und er findet den Podcast nicht gut, das ist okay. Das ist uns auch eigentlich egal, weil wir den Podcast nicht für andere Leute machen, sondern weil wir da Spaß dran haben. Und weil die Kommunikation auch mit euch Spaß macht und Feedback und wir quatschen über so viele Themen und wir lernen ja selber auch immer was Neues, wenn ihr eben berichtet, wie ihr es macht und so weiter. Und einfach aber sich darüber hinwegzusetzen, dass es vielleicht sogar zwei, drei Leute gibt da draußen, die das gerne hören und gerne mit uns quaken, das hat mich ein bisschen getroffen, muss ich sagen, dass man da so wenig selber reflektiert und vielleicht, ich meine, wir zwingen ihn ja nicht, ne? Also keiner muss das hören, der das nicht will. Das fand ich ein bisschen schade, weil man kann doch leben und leben lassen und so eine E-Mail zu schreiben, und das habe ich mir auch zurückgeschrieben, macht nichts außer uns schlechte Gefühle irgendwie und Bei mir nicht. ja, du bist wie du bist und ich bin wie ich bin, mir macht sowas schlechte Gefühle und ja, keine Ahnung. Es war schon ein bisschen seltsam, aber Die Person hat sich einfach mit dieser E-Mail selbst disqualifiziert. Mehr muss man dazu nicht sagen. ja, und auch eigentlich, ich sag mal, er hätte sich auch die Mühe geben können und nochmal nachgucken können und das vielleicht so schreiben, dass es halt, also, ja. Also ich, das ist einfach dahingerotzt aus einer Laune raus. Ja, so liest sich das. Ich So fürchte, ist. wir haben irgendwas gesagt, was ihn persönlich angegriffen hat. Das tut mir leid, was auch immer das war. Ich meine, er wird es eh nicht mehr hören, jetzt sowieso egal, aber ja, das war Ah, schon. man muss aber auch Dinge mal abkönnen, ne? Meine Güte. Ja. Ich meine, sicherlich haben wir hier auch schon mal Sachen gesagt, die man hätte vielleicht nicht so sagen sollen, aber. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber manchmal, besonders ich bin ja auch da schon mal emotional ein bisschen. Und dann sage ich schon mal Sachen, die man so vielleicht nicht sagen sollte. Aber, ja. Ne? Und ich habe auch gar kein Problem mit Kritik, ganz im Gegenteil. Aber das Problem ist, dass man, was aus so einer E-Mail kann ich nichts rauslesen, was, womit ich mich verbessern kann. Das ist irgendwie ein bisschen schade dann. Das ist so. Außer ich sage nicht mehr, ich weiß es nicht, ich sage dann einfach gar nichts mehr. Das ist so mein Bruder von der alten weißen Mannfront. Ja. Aber Zu der du ja eigentlich auch gehörst, erstaunlich, ja, ne? aber Wir es sind hier im Titanic ist sinken. ein anderer Club. Ach so. Ein anderer Club. Okay. Noch älter meinst Ja, du die oder sind noch noch ein bisschen weißer? konservativer. Weil im Süden. Ja. Naja, so war das. Aber ich meine, das ist ja auch klar, dass wir sowas kriegen. Ich glaube, wir werden noch viel schlimmere Dinge mal irgendwann hören. Ich Und hoffe, wir es haben gibt auch. noch richtig Beef jetzt. Ja, vielleicht. Ja. Aber wahrscheinlich nicht. Aber an der Stelle kann man sich ja auch vielleicht nochmal bedanken für das ganze positive Feedback, was wir von euch bekommen. Nee, und es ist auch, es gab ja auch oft schon Kritik in den Kommentaren, die dann aber auch auf das Thema bezogen waren. Damit kann man ja was anfangen, aber Ja, genau, so, das ist. ihr habt keine Ahnung, was. Ja, danke. Tschö. Und so, was war noch der Schlusssatz? Die junge im YouTube-Generation, die meint, Imkern wäre so einfach. Und ich glaube, wenn wir eins in diesem Podcast vermitteln, dann, dass es eben nicht einfache Antworten beim Imkern gibt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, das ist, also Ja, das war, wie du ich, sagst, aus mich der würde mal Wahrnehmung. interessieren, ob diese Person gestern hier 50 andere Formate auf YouTube auch angeschrieben hat, wo höchstwahrscheinlich genauso viel Blödsinn verzapft wird wie bei uns oder noch mehr Blödsinn. Ja, Quatsch. also. Theoretisch müsste das ja der Fall sein. Wir sind so klein, wir sind so eine kleine Nische mit so verhältnismäßig wenig Zuhörern auch. Das Da gibt stimmt. es ja durchaus andere Leute bei YouTube, die dann doch viel, viel mehr Zugriff haben an Leuten und wo auch komische Sachen, also aus meiner Sicht sogar komische Sachen erzählt werden, ne? Dann
die Person wird ja gar nicht mehr in den Schlaf kommen. Wenn YouTube geöffnet wird, ich glaube, ihm sind schon alle Haare ausgefallen, wenn er da so ein paar Videos gesehen hat. Wenn er sich bei uns schon aufregt, in so einer Art und Weise. Vielleicht ist das dieser Feiertagseffekt, wenn man 2, 3 Tage mit, an Weihnachten kennt man das ja auch, wenn man 2, 3 Tage mit der Family auf einem Haufen lebt, dann werden manche Leute schon ein bisschen komisch. Vielleicht ist das ja, das. Wir hatten jetzt Ostern. Die Sonne scheint, die Mars lacht. Aber mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass Kritik positiv und negativer Art jederzeit sehr herzlich willkommen ist. Allerdings bei negativer Kritik wäre es gut, wenn sie konstruktiv wäre. Wenn wir irgendwas damit tun könnten, dann, ich freue mich da immer drüber. Und wir haben ja, genau wie du gesagt hast, wir haben auch oft schon Kritik bekommen. Und die ist aber meistens, geht ja nur gegen einen von uns beiden, wenn sie negativ ist. Und sie ist aber eigentlich in der Regel immer konstruktiv. Bis zu einem gewissen Grad. Boah, zum Beispiel, einer hat ja mal geschrieben, ich würde dich mal so runter machen. Dann habe ich mich ein bisschen gemäßigt. Richtig. Seitdem mache ich dich ja nicht mehr runter. Aber damit kann man ja was anfangen mit so einer Aussage. Nee, nicht runter machen. Ich würde mich über deine Art lächerlich machen, aber ja, das stimmt ja erstens nicht, weil ich. Aber es kommt so an manchmal. Ja. Aber das ist halt dein spezieller Humor, der alte weiße Männer-Humor. Nichts gegen alte weiße Männer, ich mag alte weiße Männer, aber es kommt halt manchmal ein bisschen komisch an, ja. Ich mag auch rothaarige Öko-Frauen. Ne? Ja, ich weiß nicht, was du mit Öko meinst. Wir fangen jetzt an, uns um Kopf und Kragen zu regen. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch jetzt einstellen. 1 Stunde, 10 Minuten reicht auch. Ja, also, ne? Kritik, wenn. Also nicht Kritik, wenn, sondern Kritik, ja, gerne konstruktiv. Und nochmal danke für die ganze positive Kritik, die wir von euch bekommen. Das ist sehr erfreulich. Und schön. Und deswegen. Hören wir mal nicht auf diese Bitte von diesem Herrn, sondern machen erstmal weiter. Oder Frau, weiß man ja nicht. Kann ja ein Herr oder eine Frau sein. Wir wollen ja mal. Ja, genau. Wir wollen ja niemanden outen. Ja, vielleicht ist auch eine alte weiße Frau. Ja. Nein, ist keine Frau. Eine Frau hätte niemals so was geschrieben. Ja, nicht so. Anders. Boshaft vielleicht. Aber es war irgendwie schon ein bisschen boshaft, ja. Ich sollte übrigens aufhören, alte weiße Männer zu sagen. Das ist echt nicht nett von mir. Ich darf es aber sagen. Ich bin's ja selber, aus deiner Sicht zumindest. Ja, ich glaube nicht nur aus meiner Sicht. So, in diesem Sinne sagen wir danke, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.